Wirst du für die Bibliothek Bücher beschreiben? Fragt Shadow Dragon 566. Also auf jeden Fall nicht im Let's Play, weil das wäre scheiße, wenn ich jetzt hier sitze und anfange zu schreiben die ganze Zeit, irgendwie 15 Minuten lang. Wäre nicht so geil. Oh. Hallo, Enderman. Komm mal rein. Kannst du rausgucken. Wo ist er hin? Hallo? Hm. Ach, da war noch eine Spinne. Du Drecksau. Oder war die das? Hm. So, du hast Spaß da drüben, ne? Ich hab Spaß, ja. Und die Jenny 1996 fragt, wie dein Tag war. Was hast du denn heute so Schönes gemacht? Boah, das frage ich mich auch. Wir waren ja einerseits shoppen. Wir haben ja T-Shirts gekauft heute. Ansonsten telefoniert mit dem Phil von Waititi. Und ansonsten weiß ich gar nicht mehr so richtig. Rum existiert auf jeden Fall eine Menge. Ach ja. Und noch ein neues Let's Play geschnitten, was nach Paketdienst-Simulator kommt. Ach ja, genau. Was ich aber noch nicht verraten kann. Wo ist denn der Enderman eigentlich? Du weißt ja schon, was es wird, ne? Habe ich gehört. Ich weiß es schon, ja. Huch. Ist einfach weg, die Sau. Hm. Wo ist er hin? Wo kann er denn hin sein? Hier ist doch alles zu. Du bist auch sehr konzentriert vor Twitter, ne? Mhm. Ja, ich muss doch gute Fragen raussuchen. Ich warte ja immer, dass irgendwas kommt, worüber man mal echt ein bisschen länger reden. Ich finde das ja auch gut, wie du das da durchscannst quasi. Mhm. Weil das ist ja gar nicht wenig, was da rumkommt. Schreib doch mal ganz kurz hin, einfach Lebenszeichen, Doppelpunkt, großes D. Lebenszeichen, Doppelpunkt, großes D, ja? Genau. Ist es so recht? Das wäre super. Einfach nur mal gucken, was passiert, wenn man das macht. Was passiert? Noch nichts. Ach, du Heilige. Hey Gronkh, bestimmt bist du wieder im Wolkenpalazzo und ärgerst dich über die Creeper. Nee. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Ich esse mal eben jetzt nebenbei die saure Schlange, ja? Okay, aber sei zärtlich. Mm. Na, schmeckt sie dir denn auch? Sehr gut. Ist ja ein ganzer Mund voll, wa? Mhm. Huch. Alter, ich kann da jetzt nicht zurück und vor allen Dingen läuft jetzt bestimmt der ganze Sabber im Maul zusammen, ne? Sag doch mal. Sabberst du gerade? Sag doch mal. Jetzt sprich doch mal. Nein. Warum denn nicht? Sag doch mal Hallo jetzt. Sei nicht so unhöflich. Hallo jetzt. Ach so, jetzt geht's ja wieder. So, was schreiben die Leute denn so? So, ich gebe dir gerade mal Kette. Themenvorschlag Pornobranche. Nee, ich glaube, das geht nicht so gut. Habe ich neulich mal gearbeitet. Gestern erst. Genau. Da mache ich nämlich auch Let's Plays. So. Gronkh lebt. Ich glaube, die Leute freuen sich. Ach, das ist gut. Das ist unmöglich. Ah. So, hinlegen. Ich trinke jetzt mal... Alter. Huch. Wer poltert denn da an die Türe? Guck mal auf die Uhr. Und vor allen Dingen wo? Hä? Hier ist doch gar kein Zombie. Oder etwa... Nee, hier ist ja gar keine Tür. Hm? Verstehe ich nicht. Ach was. Na, ist ja auch mal nett. So, ja, ich glaube, die Leute freuen sich, aber sind gleichzeitig auch sehr verwundert, dass du tatsächlich noch lebst. Was ja, soll das er denn lebt heißen? Noch. Ach so, weil ich wieder Level 24 habe, könnte man natürlich davon ausgehen, dass ich gleich wieder... Genau so ist es. Und so. Pass auf, dann bringe ich mal eben ein bisschen Rumpelpumpel zurück. Ich mag den neuen Himmel übrigens sehr, sehr gerne. Ja, sieht schön aus. Ne? So, huch.
Und die Blätter, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die Blätter jetzt irgendwie sehr schön sind. Das stimmt. Boah, ich habe so viele Cobblestones, ich weiß gar nicht, wo ich die da hinschmeißen soll. Sag mal, trägst du eigentlich Decken oder Jacken, wenn dir kalt ist? Ob ich Decken trage? Ja. Wo soll ich den hintragen? Ja. Nach Athen? Nee, also Decken trage ich, also ich habe eine Decke hier auf dem Sofa oben, habe ich sogar drei Flauschedecken und so. Aber sonst eigentlich, wenn mir kalt ist, trage ich halt einen Pulli, aber mir ist halt selten kalt. Außer in deiner Nähe. Hallo, du hast gerade gesagt, es wäre noch so heiß. Ja, aber jetzt durchströmt Kälte meinen Körper. Angst ist es wahrscheinlich. Ja, aber nach außen bin ich doch so heiß, ich bin doch nur innerlich kalt und herzlos. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich. Heute Nacht verbrenne ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. Nee, jetzt ernsthaft, tanze Samba mit mir. Ja, können wir gerne machen, die ganze Nacht nach der Aufnahme. Okay. Wer, du drückst dich nachher. Nein, machen wir. Nachdem du, was wolltest du malen? Eine Sternschnuppe. Ja. Die kannst du mir direkt auf den Körper malen. Oder? Auf den Arm. Mit Fingerfarben oder was? Auf den Arm. Jetzt wird's aber intim hier. Du bist ja heute so... Ja, ich lass nicht jeden an meinen Arm. Du hast wohl heute den Schalk im Nacken, was? Ich hab dich im Nacken. Was? Oh, kennst du, hast du das auch mal in der Schule, wenn Lehrer sich so über den Nacken beugen und dann so... Einen so warm in den Nacken atmen? Ja, wir hatten da auch so einen Lehrer mit Schuppen, extrem Schuppen. Das war super ekelhaft. Was würde Sebastian Vettel dazu sagen? Das frage ich mich auch. Nimm doch mal Head and Shoulders, würde ich sagen. Nee, also auf jeden Fall, der hatte Schuppen und was hat er gemacht? Ja, boah, und das war super ekelhaft. Wenn er sich rübergebeugt hat, dann fielen die einfach schon so runter. Also der musste sich auch gar nicht viel bewegen, die rieselten einfach. Das war nicht so geil. Hört sich auch auf jeden Fall hocherotisch an. Wir haben den immer Yoda genannt. Der sah so ein bisschen aus wie Yoda. Auch noch. Ja, aber er hat leider nicht so geredet. Dann wäre es noch lustig gewesen. Es ist aber nicht mal das. Der war einfach... Habt ihr den nicht ab und zu mal synchronisiert oder so? Nee. Ich glaube nicht. Schade eigentlich. Habt ihr was verpasst? So, ich glaube, ich übernehme mich da hinten gerade beim Bau der Bibliothek, wenn ich das so richtig einschätzen soll. Ich glaube, die wird ein bisschen übertrieben. Bin mir aber nicht sicher. Aber machst du jetzt erstmal weiter, ne? Nicht wieder eine andere Baustelle? Ja, doch. Ja, die Bibliothek muss fertig werden. Jetzt, in 5 Minuten. Okay, in 5 Minuten schaffe ich das natürlich. Ich brauche 2. Vor allem hier sieht alles schon sehr fertig aus. Boah, Alter, wenn man sich da aufs Maul legt, ist natürlich auch vorbei. Da ist der Tag einfach... Nee, du musst auch noch irgendwas in die Mitte bauen, weißt du? Mach ich doch. Ich wollte die Seiten hier auch noch wegmachen. Ja. Oh, warte mal, da ist ein Kunstfehler passiert. Komme ich da überhaupt noch hin? Ah doch, das geht von hier aus. Ja, so. Ich wollte hier die Seiten auch noch wegruppen, aber ich weiß noch nicht genau, auf welcher Höhe. Da muss ich mir was sehr Schlaues ausdenken. Mein Name ist Peter Maffay. Der redet so, ne? Hätte aber auch gerade Kai Pflaume sein können, auch bekannt als The Kedos Zone. Ne? Ein und dieselbe Person. Kedos Zone und Kedos Kai Pflaume. Kedos Zone ist Kai Pflaume. Ich hab's immer gewusst. Das ist mir nämlich auch schon so aufgefallen. Weil der hört sich wirklich, also bei The Kedos Zone, ne, super netter Typ. Also hallo Kedos, ne, falls du zuguckst. Hallo. So, hallo. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber der Kedos Zone hört sich an wie Kai Pflaume. Und wenn man da hinhört, ich möchte irgendwann mal so ein Sample von ihm haben, wo er sagt, oh, nur die Liebe zählt oder irgendwie sowas. Oder, und hier ist deine Jugendliebe. Stell ich mir echt super vor. Nee, ernsthaft. Das ist ein großes Talent auf jeden Fall. Aber dazu musst du natürlich auch noch gucken wie Kai Pflaume und das ist schwierig. Vielleicht kann er das auch, werden wir ja auf der Gamescom dann sehen. Ja, der Kai hat immer so einen ganz besonderen Blick drauf, so ein, schön, dass ich da bin. So ein Blick hat, so ein Blick hat er irgendwie drauf. Ich glaube, der Kai Pflaume, das hat mir mal eine Freundin erzählt, der ist ganz, ganz aktiv auf Facebook. Ja? Ja, postet da ständig Bilder und ständig irgendwelche Statusmeldungen, also Kai Pflaume und Facebook, das ist wie... Ja, weiß ich nicht. Gronkh und Twitter eher nicht. Nee, ich schreibe ja... Ich antworte viel, aber ich schreibe selten. Und wenn du schreibst, dann wird das auch mal 70 Mal oder mehr retweetet. Also naja, 70 nicht alles. Ich bin da noch viel harmloser als Herr Tutorial. Aber ich schreibe auch nicht RT-Pils.
Ich hab neues Video, RT-Pilz. RT-Pilz. Ich finde euch alle total super, Herzchen. RT-Pilz. Ja, das ist so, dieses damit, das kann ich nicht. Das geht nicht. Entweder sie retweeten es freiwillig oder lass es bleiben. Boah, gut, dass ich mit deinem Account hier eingeloggt bin. Ja. Dann kann ich ja mal nebenbei RT-Pilz. Einfach nur das. Nee, lieber nicht. Nein. Lassen wir mal. So, ist schon wieder Thema McDonald's. Oh. Wie wäre es als Thema, wenn es bei McDonald's auch Pizza und Pasta geben sollte? Hm. Warum sollte es das denn? Da musst du Naldor fragen. Naldor? Naldor. Ist der von Herr der Ringe oder was? Bestimmt. Mit 3 O. Naldor. Naldor. Hört sich an wie Knalldor. Mit der Tür schlagen, weißt du? Ja, ich weiß, was Also... Knalldor. Du weißt, was Knallen ist. Knalldor. Du weißt, was Knallen ist. Ja, ich weiß, was Knallen ist. Die Tür knallen. Ja, ja, natürlich. Ja, Knalldor. Du knallst also gern die Tür. Ja. Knall diese Türen die ganze weg. Nacht. Was? Was? Ich muss hier weg, was? Nichts. Ja, entschuldige mal. Kann ich doch nichts für, wenn du ja so eine Sachen reinbringst. Ich warte nur, dass mein Bus gleich kommt und dann bin ich weg. Bring Brötchen mit. Ach, schön. So. Alter, wie tief will ich das eigentlich noch machen? Das liegt an dir, ne? Ich hab gerade wieder heimlich getrunken. Ich hab jetzt hier bestimmt schon mehrere Folgen lang baue ich hier an dieser gleichen Scheiße rum. Ja, und dann werden sich die Leute wieder beschweren. Gronkh, du machst gar nichts. Du bist so LW geworden. Gronkh, du bist voll abgelenkt. Das finde ich ja auch so niedlich eigentlich. Es gibt ja jetzt ganz viele Let's Player, die immer Pimmelwitze machen, ne? Penis. Ja, genau, genau, genau. Und die finden das dann ganz toll irgendwie, bla. Und kleine Jungs finden das ja auch so super. Wenn man... Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie finden die das super, wenn man über Penisse redet. Die feiern das ja irgendwie. Und dann kriege ich immer zu hören, ich mache Baby-Let's Plays, weil ich selten über Pimmel rede. Finde ich strange, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum irgendwelche Jungs auf die Idee kommen, über Pimmel zu reden. Ich meine, warum? Ich finde das auch wenn ein bisschen schräg. Wenn ich ein Junge wäre, dann würde ich doch eher über... Andere Dinge. Über weibliche, ne? Brüste zum Beispiel. Brüste. Ne, Brüste. Würde ich doch über Brüste reden und nicht über Penisse. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also merkwürdig. Vielleicht entdecken diese jungen Burschen gerade ihre Sexualität. Hm. Tja, weiß ich auch nicht. Kann ich mir nicht erklären, warum das so ist. Ja, also wenn ihr das wisst, schreibt's doch mal in die Kommentare. Nee, lieber nicht. Da könnten die schrägsten Sachen zusammenkommen. So, Alter, ich muss ja langsam ein Ende finden mit diesem Gang hier, ne? Alter, guck dir das mal an. Das ist doch nicht gesund. Ist gar nicht übertrieben. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, aber die Musik ist schön. Das stimmt. Das ist übrigens von Larry Leffer. Mhm. Wolltest du nicht auch mal ein Let's Play machen? Ja, ja, ja. Mensch, was ich nicht alles machen wollte. Musik ist super. Flu, 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 flu. Hallo, du, na? Bist du auch ganz alleine hier? Ja. Wollen wir nicht mal ein bisschen... Du weißt schon. Was denn? Ein leiser Jazz, eine Flasche Wein. Wo ist der Wein? Ich sehe nur Cola. Das ist doch jetzt egal. Nee, mit Cola mache ich das nicht. Alter, bist du fantasielos. Alter, der Domian-Bot hat dich retweetet. Was? Ja, Domian-Bot. Hier. Okay, Themenvor... Hä? Ach, Themenvorschlag Domian. Domian hatten wir schon lange nicht mehr. Ich gehe, gute Nacht. Ach, ja, hä? Themenvorschlag. Mit dem Themenvorschlag Domian. Der hat nicht mich retweetet, sondern den Themenvorschlag. Was? Ach du Scheiße, was mache ich denn hier bloß? Ja, ist auch egal. Ja, ja, ja. Scheißegal. So, was hältst du eigentlich von Konsolen wie PlayStation 3 oder Xbox 360? Ja, du Pseudo-Minecraft-Twitterer. Finde ich super. Also ich muss sagen, bei Konsolen bin ich immer so ein bisschen... Ah, das ist halt so eine feste Technologie, die du drin hast. Aber ich mag es halt, dass man Sachen einlegt und sofort losspielen kann. Auch mit Gamepad und so, ohne groß Probleme, bla bla bla. Das mag ich gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist, dass man halt auf dieser Konsole festgelegt ist. Was ich überhaupt nicht mag, sind schlechte Konsolenports, wo Geld gespart wird. Was ich auch überhaupt nicht mag, ist Exklusivtitel, wenn Microsoft oder Sony wieder Geld raustut, um andere Spieler zu verhärmen.
oder auszuschließen. Das finde ich immer ein bisschen scheiß und asozial. Aber ansonsten, Konsolen finde ich super. Ja, muss ich mal sagen, und trinke einen Schluck Cola heimlich. Ja, und ich gucke mal, was wir hier noch so haben. Glaubst du eigentlich an manche Legenden, wie zum Beispiel Atlantis oder an Kreaturen wie Bigfoot und Nessie? Fragt Titan 1513. Ich glaube an Kreaturen wie Messies, aber sonst... Fäkalien! Fäkalien! Hier ist überall Fäkalien! Die Vera ist wieder da. Ja, nee, ansonsten eigentlich gar nicht. Muss ich ja zugeben. Ich bin da nicht so der... Ist ja schon wieder so ein bisschen nicht Aberglauben, aber naja, so ein bisschen spielt das da schon mit rein. Mhm. Du etwa? Nein, ich auch nicht. Siehste mal, da haben wir ja was gemeinsam. Mhm. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Hast du ein Haustier? Ich hatte mal Flöckchen, das kleine Flöckchen. Und Pieper und Blauchen und was nicht alles. Du schon alles hattest? Ja. Ich hatte auch mal eine Trash Tasmania als Haustier. Ich glaube, ich habe hier was Falsches gepflanzt. Ich habe aus Versehen Melodensamen gepflanzt. Ja. Ja, und Trash Tasmania als Haustier, ja? Ja. Und wie war das so? Hat immer in die Ecken gemacht? Macht in die Ecken. Ja. Ist nicht stubenrein, ist nicht pflegeleicht, sehr rebellisch. Ja. Muss man sagen. Aber mit ein paar Schlägen hat man das Gröbste anerzogen. Ach so, okay. Ja. Und warum hast du sie jetzt nicht mehr? Gestorben, verrottet oder... Die verbreitet sich aber zu stark. Die pflanzt sich einfach so schnell fort. Das ist ja. Was denn? Ich muss gerade selber darüber lachen. Nee, das ist auf jeden Fall schön einfach. Weniger quatschen, mehr machen. Muss ich selber drüber lachen. Genau. Nee, auf jeden Fall so eine Trash Tasmania als Haustier möchte ich jedem naheliegen. Ich hatte auch meine Zucht. Die hat so viele geworfen, weißt du, da musste ich dann einfach Alter, mal irgendwie... bitte. Nee, ist musste, nicht mehr lustig. Musste ich wohl irgendwann auch... Das ging nicht. So, ach Mensch. Mach ich mich wieder beliebt bei dir. Hast du dir eine Träne weggewischt? Was? Ja, eine Träne der Rührung. Ich musste gerade an alte Zeiten denken. Weil meine Trash-Tasmani-Zucht. Ach so. Ja gut, die ist jetzt weg. Ja. Dann können wir uns auch wieder anderen Sachen widmen. Ja, was denn so zum Beispiel? Verblödete Kindersendung. Verblödete Kindersendung? Leider ohne Beispiel, deshalb weiß ich gar nicht, was gemeint ist. Vielleicht sowas... Boah, jetzt kann ich voll hier Dingens, wenn ich jetzt sage, meinen die vielleicht One Piece? Alter, da kriege ich sofort Kontra. Ich wollte gerade sagen, meinen die SpongeBob? Dann kriege ich auch Kontra. Ja, SpongeBob finde ich sogar noch gut. Ich nicht. Nee? Nein. Ach, ich finde das so für schön. Für Kinder absolut gar nicht. Für ich dich find ja. Ich finde das schöne, leichte Unterhaltung und kann man auch mal drüber lachen. Nicht für Kinder. Nee, wieso nicht? Hallo, ich bin auch Pädagogin. Ich bin ja nicht nur GSG 9 Beamtin. Ich bin auch Pädagogin. Ja. Und SpongeBob geht gar nicht. Wieso nicht? Hallo? Quallenfischen, hallo? Kinder verstehen das auch gar nicht. Also mit Kinder meine ich jetzt wirklich Kinder. Sagen wir bis 10. Ach so. Ja, die checken aber das sowas, nicht. Aber sowas wie Winke-Winke-Dingens? Nee, ist ja auch nicht besser. Ist auch nicht besser. Auch nicht? Teletubbies, nein. Ich find's eh schäbig, Kinder, also Babys vor den Fernseher zu setzen, ist, glaube ich, das Letzte. Muss ich ja mal sagen. Wer das macht, ey, der popelt auch in der Nase. Nee, weiß ich nicht. Kannst du gleich Nackenschlag da rangehen. Wenn du keine Zeit für dein Baby hast, dann mach halt keins. Und wenn, dann setzt du bitte nicht vor den Fernseher. Sehr gute Einstellung. Ja. Ich bin ja so ein fernsehgeschädigtes Kind auch. Ich ja so gar nicht. Nee, na wir haben damals ganz viel mit meinem Bruder und ich, wir haben ganz viel vorm Fernseher gesessen bei sowas wie Knight Rider, Street Hawk, Air Hawk, Air Conditioner, weiß ich nicht. Die ganzen Serien aus den 80ern und sowas, das haben wir alles mitgenommen. Bud Spencer-Filme auch ganz groß. Bud Spencer und Terence Hill. Ganz vorne mit dabei. Du ja nicht so. Ich nicht so, nee, ich durfte nicht so viel Fernsehen gucken. Und wenn ich immer sag, ja, das kenne ich nicht, wenn die Leute mich fragen, so du zum Beispiel, kennst du Knight Rider? Und ich sag, nein, noch nie gesehen. Ich weiß natürlich, was es ist. Dann immer so, wie, du kennst Knight Rider nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil gerade so ein junges Mädchen braucht die Entwicklung, in der Entwicklung eigentlich eine Aussicht auf David Hasselhoffs Brusthaare. Ich habe es ja jetzt gesehen und ich muss sagen, ich war natürlich sehr begeistert von David Hasselhoff. Ist ja heute mehr schon so eine Comedy-Serie, wenn man sich das heute anguckt. Ach ja. Auch ganz groß, 21 Jump Street, wo ja damals Johnny Depp seine erste Rolle hatte. Ja. Gerade die erste Folge von 21 Jump Street ist natürlich auch ein Highlight.
weil er da so einen grandios dämlichen Auftritt hat, dass man einfach nur lachen muss.